Der erste Vortrag der Ringvorlesung widmet sich den Strategien des vormodernen Kunsthandels mit einem exemplarischen Augenmerk auf die sogenannte kleine Kunstmesse in Frankfurt und die damit verknüpfte Etablierung bürgerlicher Sammlungen bis um 1600. In dieser Zeit taucht in einer Frankfurter Quelle im Umfeld des Kunsthandels erstmals der Begriff des Liebhabers auf. Gemeint ist natürlich der Kunstliebhaber und potenzielle Käufer von Gemälden oder Skulpturen, der zugleich paradigmatisch für die verfeinerten Parameter der frühneuzeitlichen Sammlerkultur stehen kann. Ich skizziere entsprechend anhand der Verhältnisse in Frankfurt allgemeingültige Entwicklungen des gesamten europäischen Kunstmarktes, die sich ab dem frühen 15. Jahrhundert parallel beobachten lassen zur Ausdifferenzierung des Auftraggebermarktes. Somit möchte ich also auch einen Ausblick geben auf die weiteren Vorträge der Vorlesungsreihe, die sich dann aber konkret mit enger gefassten Themen, etwa bestimmten Sammlungen, Sammler-Künstler-Beziehungen oder bestimmten Akteuren des Kunstmarktes befassen werden. Anders als im Auftraggebermarkt, in dem Kunstwerke auf den speziellen Wunsch eines Mäzens oder Stifters hergestellt worden sind, entstanden auch schon im Mittelalter Kunstwerke ohne Auftrag. Im 15. Jahrhundert entwickelte sich in den europäischen Kunst- und Handelszentren daher ein reger Kunsthandel. Werkstatt und Ladenhandel, wie in Unzia Konrad Witz auf einer Tafelmalerei zeigt, gehörte zum Alltag vor allem der größeren, kapitalstarken Werkstätten und war durch die Regelungen der Zünfte abgesichert. Was sehen wir? Am Ende eines Platzes, den wir bei einem Blick aus einem Kirchengebäude sehen können, hat ein Maler oder ein Bildschnitzer im Erdgeschoss eines dreigeschossigen Steinhauses zwei große Fenster eines Eckladens geöffnet. Platziert auf seiner Auslage bietet er Skulpturen und eine Tafelmalerei zum Kauf an. Gut möglich, dass der von Witz gezeigte Laden ein angemietetes Ladengeschäft gewesen ist. Diese Praxis ist aus Lübeck oder Köln schon im 14. Jahrhundert bekannt. Auch die Markttage boten Gelegenheit für Kunsthandel. Regelrechte Kunstmessen, auch wenn es diesen Begriff als Terminus noch nicht gab, fanden weiterhin als wichtige, das Jahr gliedernde Termine im Rahmen der überregionalen Messen statt. Sehnlich erwarteten Käufer, Händler und gleichfalls Künstler derartige Veranstaltungen. Konkurrierende Akteure brachten hier standardisierte, aber häufig auch innovative Kunstobjekte sprichwörtlich auf den Markt. Diese Entwicklung ist unter anderem im Kontext gestiegener Konsumwünsche und verfeinerter Sammelinteressen auf dem Sektor des kontinuierlich wachsenden Luxusgütermarktes zu verstehen. Im Wechselspiel von allgemeiner Differenzierung der Gesellschaft und dem Funktionszuwachs der Bilder erhöhte sich der Bedarf an individuell nutzbaren, vor allem auch mobilen Bildern. Nicht nur die Kultgemeinschaften, sondern auch Privatpersonen nahmen die Bilder regelrecht in ihren Besitz, wobei den Artefakten über die religiös konnotierte Funktion hinaus zunehmend ebenso profane oder ästhetische Aufgabenbereiche zukamen. Neben das religiös geprägte Haben müssen, gemeint ist natürlich die christliche Bildandacht, trat im Bezugsfeld der Bildkultur somit auch das konsumorientierte, zu Geldausgaben verführende Haben wollen im Spannungsfeld von Dekorieren und Sammeln hinzu. Nicht nur die Privat- und Hauskapellen, ebenso die Gemächer der Häuser wollten repräsentativ ausgestattet werden. Im Verlauf des 15. und frühen 16. Jahrhunderts erweiterten sich auf dem Kunstmarkt die Ansprüche an das Bild.
dem man offenbar mehr und mehr besondere ästhetische Qualitäten abverlangte, die man dann zusätzlich mit dem Zertifikat besondere Künstlichkeit als Kunst, also als Kunststück auswies. Ein Fall aus Nürnberg, den zuerst Thomas Eser entdeckt hat, bestätigt das veränderte Wechselverhältnis von ästhetischem Anspruch und reine Funktion eines Bildes als einem Impulsgeber für den Kunsterwerb. Die Patrizierin Katharina Imhoff hielt 1513 in einem Nürnberger Krämerladen nach einem Margenbild, also einem Marienbild, mit integriertem Kerzenleuchter Ausschau. Als sie nicht fündig werden konnte, wandte sich die enttäuschte Kundin kurzerhand an ihren Sohn, der sich geschäftlich in Italien aufhielt. Der Handelsreisende möge ihr ein solches, aber bitte nicht zu teures Objekt zusammen mit etlich Ding, die sie auch gern haben wollt, beschaffen. Mit präzisen Vorstellungen instruierte sie Endres Imhoff für eine Shoppingtour durch Venedig. Den Platz für das Kunstwerk, ein Recht Stadt in meiner Kammer, schreibt sie, hatte sie also bereits ausgesucht. Um vor ihrem Sohn die zusätzliche Aufgabe in Venedig zu rechtfertigen, vergisst die Imhoff nicht, ihre ergebnislosen Recherchen nach dem gesuchten Objekt zu erwähnen und berichtet: Ich habe hier viel in des Schenkkram gesehen. Woll ich eins kauft haben, hatten sie kein Leuchter davor. Offenbar avisierte Imhoff einen in Nürnberg ansonsten schwer erhältlichen bzw. nicht gebräuchlichen Bildtypus, welcher nach ihrer Ansicht in Venedig weitaus häufiger zu haben wäre. Der Brief erhält nicht nur die Kenntnis des Stadtadels über den venezianischen Kunstmarkt, sondern auch die überregionale Verfügbarkeit entsprechender Marktbilder. Offenkundig handelte also eine gewisse Person, Schenk genannt, von ihr mit Andachtsbildern. Vielleicht bezog sich die Bezeichnung Schenk aber auch auf eine Krämerei mit demselben Namen, die womöglich tatsächlich zu einer Schenke gehörte. Wichtig ist ebenso die Tatsache eines italienischen Bildangebotes im nordalpinen Raum. Da die Imhoff zusätzlich darum bat, kein Bild zu erwerben, welches über zwei Gulden kostet und damit vermutlich von den Nürnberger Preisen ausging, handelte es sich bei dem Bilderwunsch und ebenso bei der italienischen Ware des Nürnberger Krämers vermutlich um ein Stuck oder Terrakotta-Relief, wie sie aus der Werkstatt der Della Robbias oder aus der verlagsähnlichen Serienproduktion Neri di Bicis nachgewiesen sind. Also während die Imhoff demnach sehr wohl über die italienischen Marktbilder Kenntnis hatte, scheint sie aber über die dortigen Preise keine genauen Vorstellungen zu haben, da ihre Bildbestellung mit dem Passus endet: Ich weiß nicht, ob sie teuer sind oder nicht. Was sagt uns der Brief nochmal? Dem haben müssen als Diktat der kirchlich propagierten Bilderfrömmigkeit war nun offenbar auch das haben wollen mit luxuriösen sowie ästhetischen Sonderwünschen innerhalb einer größeren Bandbreite von Konsumstreben zur Seite gestellt. Durchaus scheint man um 1500 Kunstansprüche verschiedener Kategorien, sowohl medienspezifisch, stilistisch als auch pekuniär betrachtet, erhoben zu haben. Freilich war im Fall der Nürnbergerin das Marienbild fester Bestandteil der Bilderfrömmigkeit. Das darf man natürlich nie außer Acht lassen. Dennoch wird hier die Vermischung verschiedener Strömungen deutlich. Diese Tendenzen werden unter anderem reflektiert von der großen Bandbreite jener Kunstwerke, die mit preisgünstigem Ausgangsmaterial auf die ästhetischen Reize und auch die material-ikonologische Bedeutung von Kleinodien aus Gold oder Elfenbein oder kostspielige Bronzeplastik abzielten.
Generell ist im 15. Jahrhundert ein epochemachender Wandel bezüglich reproduzierbarer Kunst zu beobachten, der natürlich auch im Zusammenhang mit der Verbreitung von Kunstwerken zu verstehen ist. Neue Techniken der Reproduktionskunst wurden entwickelt. Druckgrafik oder mit Modeln hergestellte Reliefs gehören in diesen Bereich. Andere Produktionsstrategien sind natürlich auch Standardisierung und Serienproduktion von Gemälden, ganzen Altarretabeln und Skulpturen dann mit einer offenen, also nicht spezifischen Ikonografie, die auf eine größere Zielgruppe natürlich gerichtet war. Und darüber wird in der nächsten Woche der Vortrag von Friederike Schütt am Beispiel der Antwerpener Kunstproduktion nochmal ausführlicher handeln, als dann spezifisch nochmal zu den Produktionsstrategien und der damit verbundenen Auswirkung natürlich auch auf die Physis der Bilder, die für den Markt hergestellt werden. Während die Rolle der Frankfurter Messe für den Kunsthandel und als Treffpunkt für Künstler im frühen 16. Jahrhundert aufgrund der Geschäftsreisen von berühmten Künstlern wie Albrecht Dürer oder Veit Stoss bekannt ist, so im ersten Teil meiner Ausführungen ein Blick in die Frühzeit des Kunsthandels angestellt werden. Bislang ist hier noch immer zu wenig publiziert. Beschränken sich doch die zahlreichen jüngeren Forschungen zumeist auf die Kunstmärkte in den südlichen Niederlanden oder natürlich auch in Italien, vornehmlich in Florenz. Berühmt ist beispielsweise der Pilgerbericht des Pietro Tafur von 1438, der in Antwerpen die überbordend reiche Verkaufsausstellung von Gemälden, Tuchen und Goldschmiedearbeiten in den Kirchen und Kreuzgängen der Stadt an der Schelde bewunderte. Eine ausdifferenzierte Verteilerfunktion für Kunstobjekte ist aber auch für die Frankfurter Messe zu resümieren, wenn auch sicherlich in kleinerem Ausmaß der Differenzierung, zumindest was die Frühzeit des Kunsthandels anbelangt. Die vom Kaiser mehrfach privilegierte Reichsmesse, die ab dem 14. Jahrhundert zweimal jährlich stattfand, verband aufgrund ihrer günstigen Mittellage im Reich die Wirtschaftsräume des alten Deutschen Reichs in allen vier Himmelsrichtungen. Somit kam es zum Austausch der Warenströme sowohl aus Ober- und Niederdeutschland sowie vom Elsass und der Schweiz als auch von Thüringen und Sachsen. Hauptverkehrsachsen bildeten die Wasserstraßen von Rhein und Main sowie die Landwege bis Lübeck, Breslau, Antwerpen oder Venedig. Auch bei der Verteilung von Luxusgüterprodukten aus den südlichen Niederlanden und aus Italien ist somit an Frankfurt zu denken. Die Messestadt war fest in das europäische Messenetz eingebunden und verhieß während der Messezeit eine europäische Kaufmannschaft. Ab dem frühen 15. Jahrhundert lassen sich auf der Transitmesse Skulpturen und Gemäldeverkäufe verzeichnen, die Marktstände mieteten, folglich offensiv an potenzielle Kunden herantraten. Werbeeffektiv stellten die Anbieter unter anderem große Marienbilder, kleinformatige Kruzifixe oder Tüchleinmalerei in und um die Stiftskirche, Stifts- und Pfarrkirche St. Bartholomäus, also dem heutigen Frankfurter Dom, aus. Gelegentlich der Messe wurde jeglicher Platz, der in der Stadt zur Verfügung stand, genutzt. Auf dem Römerberg, insbesondere in den Römerhallen, befanden sich die Stände der Goldschmiede und Luxusgüterhändler mit einem gemischten Angebot aus Tuchen und immer wieder auch Kunstwerken. Da die Messe prosperierte und Platzmangel herrschte, wurde der Handel im 15. Jahrhundert auch bis auf das Gelände von St. Bartholomäus samt Kirchenraum und Kreuzgang ausgedehnt. Als Publikum, speziell in den Räumlichkeiten von St. Bartholomäus, ist neben Privatkunden, Kaufleuten,
Fernhändlern und Gesandten der Höfe überdies an zahlreiche Geistliche zu denken. Diese haben die Frankfurter Messe ohnehin regelmäßig aufgrund eines facettenreichen Angebotes für die Einkäufe liturgischer Geräte genutzt. Die Bartholomäuskirche unterhielt regen Kontakt zu den stiftungsfreudigen Patriziern der Stadt und diese nutzten die Domkirche regelmäßig auch als soziale Bühne der Selbstdarstellung. Zu Beginn des Jahrhunderts gab es repräsentative Um- und Anbauten, die sicherlich auch nochmals Schaulustige anzogen. Madan Gärtner, der berühmte Baumeister, Architekt, füllte die Funktion des Baumeisters aus in der Zeit und leitete ab 1415 die Errichtung des Westturms. Und die Einnahmen aus der Messe, mit der wir uns jetzt beschäftigen, dienten unter anderem der Finanzierung des Neubaus, wobei für den Neubau im Übrigen auch gespendete Kleider und Geschmeider aus dem Nachlass von Patriziern zum Verkauf standen. Die Mietstände der sogenannten kleinen Kunstmesse kosteten bis zu einem Gulden, nur um einzelne Objekte zu verkaufen. Hauptquelle für diese Handelsaktivitäten sind eine Reihe von Rechnungsbüchern von St. Bartholomäus, die bis ca. 1430 reichen. Die Rechnungen beginnen jeweils zumeist mit der Floskel, Sie sehen es eingeblendet, Einnahmen von den Kirchnern, Kistnern und anderen auf dem Kirchhofe feil haben. Die Marktstände mieteten offenbar Kirchner, Kistler und andere, was eine Sammelbezeichnung für verschiedene Anbieter, allerdings auch, und das ist nicht unwichtig, ein Hinweis auf Fremde, also Händler und andere nicht näher spezifizierte Anbieter außerhalb der Stadt Frankfurt ist. Während die Kistler oder Kirchner meist mit Namen aufgeführt werden, erfährt man kaum Näheres über die Verkäufer der Kunstwerke. Es wird sich daher wohl nicht um einheimische Bildschnitzer und Maler gehandelt haben, denn diese konnten während der Messezeit beispielsweise die eigene Behausung als preisgünstigen Marktstand nutzen oder hatten aufgrund ihrer Ortskenntnis womöglich vorteilhaftere Lagen, etwa in der Barfüßer Kirche, für sich ausgemacht. Da kommen wir nachher noch dazu. Aber gleichwohl findet man entsprechend in den von Walter Karl Zülch ausgewerteten und partiell edierten Frankfurter Quellen immer wieder Nachweise von einheimischen Bildschnitzern, Malern und selbstverständlich auch von Kupferstechern oder Goldschmieden, die als regelmäßige Teilnehmer an der Messe auftraten. Ich zeige Ihnen hier den von Zülch verfassten Eintrag zu dem Bildesneider, also Bildschnitzer, Hans Ruther, der nach den Auswertungen Zülchs ab 1485 regelmäßig an der Messe teilgenommen hat. Die Rechnungsbücher von St. Bartholomäus von 1413 warten mit einem verblüffenden Beispiel auf. Der Schreiber verzeichnet, Sie sehen es eingeblendet, item 8 Gulden von des Malers Tafeln wegen, die zu verkaufen in der Pfarre Stund von einer Messe zur anderen. Hierbei handelt es sich um den seltenen, wirklich seltenen Beleg für den spontanen Verkauf einer Tafelmalerei bzw. eines Retabels im frühen 15. Jahrhundert, das zuvor öffentlich ausgestellt wurde. Womöglich hatte ein Maler, ein Name wird bedauerlicherweise wieder nicht genannt, eine Tafel für den Turmbau gespendet, vielleicht aber auch als Bezahlung für einen Verkaufsstand in der Kirche zurückgelassen. Im Vergleich zu anderen Quellen und dem hohen Betrag von 8 Gulden könnte es sich um eine Arbeit aus dem Nachlass des Malers handeln. Eventuell wollte dieser die Tafel gewinnbringend verkaufen
verstarb vorher und seine Frau übergab sie der Pfarre zur freien Verfügung. Während man schon in der vergangenen Messe versucht hatte, die Tafel zu verkaufen und sie aus diesem Grunde in der Pfarre ausstellte, gewissermaßen als Werbung, konnte das Kunstwerk im Frühjahr 1413 endlich verkauft werden. Offenbar hatte sich ein Messegast für das vorgefertigte Einzelstück erwärmen können und sie für 8 Gulden erstanden. Als Preisvergleich könnte man vor Augen führen, dass man 1426 in St. Bartholomäus für ein beauftragtes Wandgemälde mit Kreuzigung und Wappenschilden circa 5 Gulden bezahlt hatte, dem Künstler, für das Auftragswerk. Da hat man dann mal eine Relation. Als hauptverantwortlichen Vollstrecker des Verkaufes muss man sich den für St. Bartholomäus nachgewiesenen Custus Imaginum, auch Wildewärter, zu der Pfarre vorstellen. Diese Angestellte, zumeist eine weltliche Person, führte auf dem Kirchengelände Aufsicht. Als Bilderwärter warf er folglich einen besonderen Blick auf die wertvollen Gemälde des Kirchenhauses und nahm überdies die Spenden für den Neubau entgegen. Womöglich war dieses Kustodenamt sogar generell mit der Organisation der Messestände verbunden. Während die von St. Bartholomäus in Eigenregie organisierte Verkaufsausstellung der Bildtafel von 1412 und bis 1413 in dieser Form eine Ausnahme darstellt, haben sich Einzelverkäufe von Gemälden, geschnitzten Skulpturen oder Tonstatuen, auch Tapisserien, durchgehend ereignet zu haben. Im Jahre 1415 beispielsweise wird im Rechnungslauf der Fastenmesse aufgeführt, dass man Einnahmen hatte von einem Tuche, das man in der Kirche feil gehabt hatte und weiterhin beispielsweise 13 Schilling verbuchte von dem Mann von Landau, der mit einem Bild darinnen stand, also in der Kirche ein Bild zur Schau gestellt hatte. Bei der Höhe des Standgeldes, 1/2 Gulden für das Bild des Landauer Anbieters, kann zweifelsohne von einer großformatigen Figur gesprochen werden, die direkt im Kirchenraum ausgestellt war. In Frage käme meines Erachtens nach ein größeres Andachtsbild, wie ein Vesperbild oder eine stehende Madonna mit Kind, wie wir sie ja auch als Kunstwerke in dieser Zeit sehr häufig antreffen. Provenienz, Beschaffenheit des Kunstwerkes oder einen Künstlernamen nennt der Schreiber typischerweise nicht. Die Herstellung des Bildes in Landau, wohl jenes in der Pfalz in Richtung Karlsruhe, kann man aufgrund des aus Landau angereisten Verkäufers annehmen. Es ist natürlich aber auch nicht zwingend. Vorstellbar wäre, in Anbetracht eines einzigen Ausstellungsstückes, dass sich hier kapitalstarke Produzenten auf der Messe mit einer Art Musterstück präsentierten und somit potenzielle Kunden anwarben. Die kostspielige und lange zu planende Investition eines Messebesuchs brachte sicherlich Folge und Großaufträge mit sich. Diese Variante der Ausstellung für Werbezwecke und Auftragsakquise wäre insbesondere für größere Werkstätten denkbar. Neben Anbietern aus der näheren Umgebung wie Hanau, Mainz oder Oppenheim wird im Jahre 1418 ein Maler aus Straßburg als Pächter eines Verkaufsstandes bei der Frühjahrsmesse aufgeführt. Die Teilnahme dieses Messegastes aus dem wichtigsten Kunstzentrum am Oberrhein unterstreicht hier als Beispiel noch einmal den überregionalen Drehscheiben- und Austauschcharakter der Kunstmesse in Frankfurt. Als seine Kunstwerke wären Gemälde denkbar, die ähnlich dem Meister des Frankfurter Paradiesgärtleins oder der Verkündigung
in Winterthur aufgrund eines kleinen Formats gut transportierfähig gewesen sind. Auch später, etwa mit der Teilnahme eines Malers und Bildschnitzers namens Balthasar von Straßburg an der Messe von 1469, sind weit angereiste Anbieter zu verzeichnen. Der aus Straßburg angereiste Künstler Balthasar lieferte übrigens dem Luxuswarenhändler Michael Gabeler Kunstwerke. Wie so oft war es ein Rechtsstreit der beiden Akteure, der die Angelegenheit der Nachwelt überliefert hat. Und grundsätzlich nochmal, ab 1450 mehren sich die Aktivitäten von Händlern, die niederländische Gemälde ausstellten und verkauften, was sie bevorzugt im Umfeld des Römers taten. Damit manifestierte sich Frankfurts Rolle als wichtigster deutscher Umschlagplatz für Kunstwerke. Die bis hierhin betrachteten Quellen bezeugen somit einen freien Kunsthandel, der weit über Marienbilder aus Pfeifenton, Rosenkränze, Andachtsbilder aus Wachs, Devotionalien aus Metall hinausging. Im Falle der Einzelverkäufe muss im Gegenteil mit Kunstwerken allererster Güte gerechnet werden. Frankfurt ist während der Messezeit als Markt der Ideen und als Treffpunkt verschiedenster Akteure im Kunsttransfer des Spätmittelalters zu identifizieren. Wandernde Bilder als bislang vernachlässigte Transferkategorie und ebenso Reisende, hier Handeltreibende und größere Deals vorbereitende Künstler ergaben mit ihrem Warensortiment eine Mischung von bildnerischen Konzepten und stilistischen Pluralismen, die man auf dem Markt und Messeplatz bestaunen und natürlich auch studieren und rein auch durch die Anschauung als Künstler rezipieren konnte. Um es noch mit einem letzten Beispiel zu untermauern: 1519 sendete der Frankfurter Geschäftsmann Hans Thomas in der Herbstmesse zwei Altartafeln auf seine Kosten nach Leipzig. Diese sollten nach Angaben des Händlers einen Wert von 260 Gulden haben. Sein Geschäftspartner in Leipzig, ein gewisser Hans Seidensticker, den forderte er auf, dieser solle die Tafeln zum Besten vertreiben. Demnach sollte der Mittelsmann die Kunstobjekte aus Frankfurt zum höchstmöglichen Preis verkaufen. Aus Parallelquellen ergibt sich, dass es also hier auch darum ging, den Wert des Objektes im Verkaufsgespräch zu erhöhen. Es scheint mir in diesem Zusammenhang überlegenswert, dass die Öffentlichkeit des Marktes elementar zur Steigerung des idealen oder ideellen Wertes von Kunstwerken beigetragen hat. Intensiv müssen wir uns die Erfahrung in den Römerhallen Frankfurts vorstellen, die ein Messebesucher zwischen all den dicht zusammengedrängten Artefakten der Verkaufsstände machte. Der Markt, den also nicht nur Künstler als Anbieter, sondern auch Händler mit Kunstwerken frequentierten, bedeutete nicht nur die mannigfaltige Verfügbarkeit der Objekte, sondern auch deren öffentliche Ausstellung, die verbunden war mit öffentlicher Bewertung, Beschreibung und Ästhetisierung. Insgesamt kann man beobachten, dass die Preise im Kunstmarkt um 1500 losgelöst sein konnten von einfachen Parametern wie Format, Arbeitsstunden und Materialpreis. Losgelöst somit auch von den Forderungen der Zünfte nach einheitlichen Preisen und fest vorgeschriebenen Zeiten und Orten des Kunsthandels. Immer größere Bedeutung erlangten die verführerischen Offerten der Anbieter, die Verhandlungsgeschick, Marktkenntnis erforderten und die gleichzeitig gespiegelt werden von einer an Kunst interessierten Abnehmerschaft mit verfeinerten Ansprüchen. Innerhalb dieser Abnehmerschaft sind entsprechend auch die ersten Sammler zu suchen,
die unabhängig von bestimmten religiösen Sujets nach spezifischen Kunstobjekten, nach spezifischen Kunstformen und ebenso nach spezifischen Künstlern und deren Kunstwerken Ausschau hielten. Hier boten sich die Messeveranstaltungen als Treffpunkt und Schauplatz an. Auch große Künstler, ich erwähnte es, wie Veit Stoss und Albrecht Dürer nutzten die Frankfurter Veranstaltung für die Vermarktung, aber ebenso als wichtigen Ort der Kommunikation und der Vereinbarung für ihre Auftragskunst. In den berühmten Briefen von 1508 und 1509 an den Auftraggeber des Heller-Altars, also an Jakob Heller, beklagte sich Albrecht Dürer nichtsdestotrotz über undankbare Mäzene, schlechte Preise auf dem Auftraggebermarkt für Gemälde und er betonte gleichzeitig die monetären Potenziale des freien Kunsthandels mit Kupferstichen und Holzschnitten. Weniger bekannt ist, dass Albrecht Dürer 1508 händeringend versuchte, ein bereits fertiggestelltes Mariengemälde zu veräußern. Entweder hatte Dürer die Tafel auf Vorrat produziert oder ein Auftraggeber bzw. Abnehmer war abgesprungen. Beide Szenarien sind in den Künstlerwerkstätten um 1500 natürlich zu beobachten bereits. Dürer bot das Kunstwerk, bei dem es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um die großformatige Madonna mit der Schwertlilie handelte, dem Handelsmann Jakob Heller zum Verkauf. Heller, der das Gemälde laut Dürers Auskunft bereits in Dürers Werkstatt gesehen hatte, sollte es, so stellte sich Dürer das vor, zum wohlfeilen Handel erstehen. Dürer bediente sich demnach der Strategie des Zwischenhandels, die einen gut vernetzten Zwischenhändler als Mittelsmann einschaltete. Per Brief fragte der Maler kurz vor Beginn der Frankfurter Messe bei Heller an, ob ihr bei euch einem wisst, der einer Tafel darf, dass ihr ihm's anbietet. Ohne Zögern weihte Dürer den Auftraggeber des berühmten Heller-Altars in seine Marketingstrategie ein. Dabei führte der Künstler zunächst an, dass die Hübschtafel im Auftraggebermarkt auf eine Summe nicht unter 50 Gulden zu taxieren sei. Allerdings teilte er Heller mit, aber ehe ich es unverkauft ließ, ich gebe es um 25 Gulden. Vorzugsweise wollte er dem Frankfurter Kaufmann Gewalt geben, also freie Hand, dass er das Gemälde im freien Kunsthandel wohlfeil um 30 Gulden verkaufen könne. Entsprechend kalkulierte der kunstmarkterfahrene Nürnberger mit einem relativ großen Spielraum für seinen Kunstagenten auf Zeit. Höchst interessant ist die deutliche Preisdifferenz im Spannungsfeld zwischen Auftraggebermarkt und dem freien Kunsthandel. Jedoch Heller fand keinen Kunden oder wollte keinen Kunden finden. Offenbar auch nicht auf der Frankfurter Herbstmesse des Jahres 1508. Das ist einigermaßen verwunderlich, da die Messe bereits seit dem frühen 15. Jahrhundert für den regionalen und überregionalen Kunsthandel zu einem festen Termin geworden war und Dürer zu den gesuchten Künstlern gehörte. Verschiedene Kunstwerke wurden an verschiedenen Plätzen der Stadt gehandelt, aus Straßburg oder Antwerpen, aber auch aus Nürnberg oder der näheren Umgebung kamen die Anbieter. Kapitalstarke Agenten der Höfe, Händler und neugierige Kunden sahen sich hier um. Nicht nur Kaufleute, Mittelsmänner und auch die sogenannten Abenteurer, also die Luxusgüterhändler, boten Kunstwerke auf der Transitmesse an und kauften natürlich dort auch Objekte an. Umso interessanter scheint, dass plötzlich nur einige Wochen später der humanistisch gebildete Fürstbischof von Breslau, Johannes Tutzow, das Gemälde erwarb, ohne es vorab gesehen zu haben. Der Kontakt
könnte über Dürers Nürnberg-Augsberg-Netzwerk und die daraus folgende Verbindung mit Turzus Bruder, dem Handelsherrn Georg, zustande gekommen sein. Es ist symptomatisch für den freien Kunsthandel, dass dem Verkäufer, hier Albrecht Dürer, offenbar egal war, ob es sich bei dem Käufer um einen Bürger oder einen Vertreter eines Hofes handelte. Trotz weltmännischer Bildung und Vernetzung, offenbar schlecht informiert über die aktuellen Preise auf dem Kunstmarkt, war Turzo, der für seine kostspielige Hofhaltung in der Kritik stand, bereit, 72 Gulden für Dürers Mariengemälde auszugeben. Also das Dreifache dessen, das Dürer mindestens einzunehmen gedachte. Dürers Kommentar an Heller lautete diesbezüglich: Item, ihr dürft nach keinem Kaufmann trachten zu meinem Marienbild. Denn der Bischof von Breslau hat mir 72 Gulden dafür gegeben. Ich hab's wohl verkauft. Hier fehlte in Breslau offenbar ein guter Berater, der Turzo bei der Erweiterung seiner gerade neu angelegten Kunstsammlung zur Seite gestanden hätte. Wolfgang Schmidt konnte in seiner ausführlichen Studie von 2003 zeigen, dass Dürers Gemäldepreise im Vergleich zu den Gewinnspannen im Bereich des Druckgrafikhandels tatsächlich relativ gering waren. Dies war dann sicherlich auch der Grund für Dürers spitzzüngige Lamenti über geizige Auftraggeber, schlechte Bezahlung für vielfigürige Malerei und die Verlockungen, immer wieder die Verlockungen des Druckgrafikhandels. Gleichwohl ist zu bedenken, dass die erlangten 72 Gulden um 1500 nicht nur im Kunsthandel, sondern generell einen hohen Geldbetrag darstellten. Beispielsweise zahlte Dürer 1509 für sein großes Haus am Tiergärtnertor ungefähr 355 Gulden, also knapp das Fünffache des Gemäldepreises, den der kunstliebende Bischof für das Marienbild gezahlt hatte. Nürnberger Stadtärzte, Stadtapotheker und Schulmeister erhielten 50 bis 60 Gulden jährlichen Salär. Auch wenn die Quellen nicht so reich fließen wie in späteren Epochen. Das Beispiel zeigt uns, dass die Vorgänge am Kunstmarkt um 1500 eng verbunden sind mit der Nachfrage auf dem Kunstliebhaber- und Sammlermarkt. Deutlich wird, dass das beauftragte Spezialkunstwerk nicht zwangsläufig höher bezahlt wurde als ein Ready-Made-Produkt ohne Festpreis, das unter den richtigen Umständen einen dankbaren Käufer fand, der bereits nach Namen, in diesem Fall der Name Dürer, kaufte. Ja, aber noch weitere Beispiele sind mit dem Frankfurter Kunsthandel und mit dem Namen Albrecht Dürers verknüpft. Johannes Kochleus, der 1518 als Dekan des Liebfrauenstifts nach Frankfurt übergesiedelt war, richtete im Frühjahr 1520 in einem Brief an den Kunstsammler Willibald Pirkheimer Grüße an Albrecht Dürer aus. Kochleus kannte den Maler und Kupferstecher aus seiner Nürnberger Zeit. Im Brief berichtet er, er habe in seinem Haus zusammen mit Philipp Fürstenberger, dem damaligen Bürgermeister von Frankfurt, sowohl den Hieronymus im Gehäus als auch die Melancholia Dürers angesehen, wovon ausgehend die beiden offenbar über den Nürnberger Künstler und dessen Arbeiten gesprochen hatten. Anscheinend hatte der Humanist Kochleus die Meisterstiche auf der Messe erstanden, wenn er sie nicht längst schon besaß. Schloss er doch seine Bemerkung über die Frankfurter Frühjahrsmesse von 1520 mit der Äußerung, es wäre doch verwunderlich gewesen, seltener Werke Dürers als vielmehr die Picture, also die Kupferstiche des Niederländers Lukas von Leiden vorgefunden zu haben. Offenbar war er auf einen später in der frühen Neuzeit immer wieder zu vernehmenden Dürer-Engpass
im Kunstmarkt gestoßen. Deutlich wird an dem Humanistenbrief, inwiefern das gelehrte Gespräch gelegentlich der Messe als Melting Pot und Treffpunkt unter anderem auch die Diskussion über die Bilder berührte. Nicht zuletzt eben auch deshalb, da man dieselben hier nicht nur kaufen, sondern auch intensiv anschauen konnte. Überdies wird der Einfluss der niederländischen Importgrafik und deren Verbreitung über das deutsche Handelsnetz vor Augen geführt. Noch im Verlauf des 16. Jahrhunderts baute Frankfurt seine Bedeutung als einer der wichtigsten Transitmärkte für die Verbreitung von Druckgrafik oder Gemälden aus Antwerpen oder Mecheln aus. Wichtig ist insbesondere für unseren Zusammenhang die Verbindung von Handelsplatz und der Etablierung von örtlichen Sammlungen zu unterstreichen. Ebenso wichtig ist der Hinweis auf den Konnex von Sammeln, Humanismus und dem Reden über Kunstwerke, der im 16. Jahrhundert die Entstehung der Kunst- und Wunderkammern entscheidend beeinflusst hat. Implizit deutlich wird aus Kochleus Zeilen, dass derselbe Dürers Grafiken sogar dessen Meisterstiche sammelte. Vermehrt Beispiele für Druckgrafiken-Sammler oder Druckgrafik-Sammler in Frankfurt gibt es ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Auch wenn es mit Sicherheit ab dem ausgehenden 15. Jahrhundert derartige Sammlungen auch in Frankfurt und nicht nur in Augsburg oder Nürnberg oder Köln gegeben hat. Für Frankfurt kann ich mich erfreulicherweise auf jüngste Forschungen berufen. Michaela Schädel hat zusammen mit Jochen Sander über den Patrizier Heinrich Kellner und dessen Sammlung publiziert. Erschienen ist der Aufsatz im Katalogband zur Ausstellung Die Welt im Bildnis, Porträts in Frankfurt zwischen Renaissance und Aufklärung, die von Jochen Sander kurantiert und im Museum Giersch der Goethe-Universität in diesem Jahr zu sehen war. Der Katalog, in welchen sich auch zahlreiche Beiträge von Studierenden und Absolventinnen unseres Instituts vereint sind, beleuchtet die Kunstgeschichte des Porträts in der Reichsstadt und macht immer wieder Exkurse auf die Sammlerkultur in der Stadt. Heinrich Kellner, der 1536 geboren ist und 1589 gestorben ist, war ein promovierter Jurist und arbeitete in Frankfurt als Advokat und Stadtsyndikus. In den 1570er Jahren tat sich Kellner, der auch einflussreiches Ratsmitglied war, als Verfasser einer gedruckten Venedig Chronik hervor. Besondere Affinität zu Italien hatte Kellner nicht nur aufgrund seiner umfassenden humanistischen Bildung, sondern auch aufgrund eines längeren Studienaufenthaltes in Ferrara und Padua, zu dem Besuche in der Lagunenstadt zählten, entwickelt. Bereits hier begann Kellner vermutlich mit dem Ankauf von Kupferstichen mit den typischen, schon damals kanonisierten Ansichten Roms und seinen antiken Monumenten. Die spektakuläre, bislang unbekannte Sammlung der Druckgrafiken, die Kellner in mindestens 4 Klebebänden aufbewahrte, einer davon ist hier abgebildet, verdient einen Extraplatz in der Kunstgeschichte. Diese Einschätzung beruht auf der Tatsache, dass sich die Bände zumindest teilweise als materielles Objekt erhalten haben. Und das übrigens in der Spezialsammlung unserer Universitätsbibliothek. Während nämlich vergleichbare Sammlerkonvolute später zumeist zerstört wurden, beispielsweise weil man die Einzelstücke veräußern wollte, haben sich kaum Vergleichsbeispiele aus dem 16. Jahrhundert erhalten.
Wenn es also nachweisbar einige wesentlich größere Sammlungen, Druckgrafiksammlungen in Nürnberg oder Augsburg gegeben hat, besticht die Kellnersche Sammlung durch ihren Überlieferungszustand. Die Bezeichnung Kunstbuch ist dabei die damals geläufige Bezeichnung für gebundene Druckgrafiken und Zeichnungen. Dass Kellner ein solches mit den Arbeiten von Albrecht Dürer anlegte, hat mit der großen Dürer-Renaissance zwischen 1580 und 1630 zu tun, die erstmals Hans Kaufmann in dem Artikel Dürer in der Kunst und im Kunsturteil um 1600 beschrieben hat. Gut möglich, dass einige Grafiken der Kellnerschen Sammlung jedoch bereits aus dem älteren Familienbesitz stammten. Allerdings kursierten auch Nachdrucke und ebenso Fälschungen im Kunsthandel. Eine wichtige Rolle spielte dabei Dürers markantes Monogramm, welches die Authentizität des mutmaßlichen Originals absichern sollte und schon damals die Gemüter der Kunstkenner erregte. Gerade im Aufwind des Kunsthandels war es somit relevant, dass sich das Fachkennertum entwickelte. Frankfurt war jedenfalls definitiv ein Ort, an dem Kellner, der gut vernetzt war, noch grafische Dürerarbeiten kaufen konnte. Der Gemäldemarkt für Dürersammler war um 1580 hingegen weitgehend auf den Verkauf aus Nachlässen von Sammlern angewiesen. Kaiser Rudolf II. Ging sogar so weit, Nürnberger Sammler zum Verkauf zwingen zu wollen. Man schrieb Briefe, die die Sammler je nach Verfassung am liebsten ignorierten. Großverkäufe kamen zustande, indem Kopien angefertigt wurden, um das Original in die jeweilige fürstliche Sammlung zu verbringen. Bei vielen von Ihnen wird es jetzt auch schon klingeln, denn diese Form der Objektgeschichte ist auch mit dem Frankfurter Helleraltar verbunden. Die Mitteltafel des Originals wanderte 1614 in die Sammlung Herzog Maximilians von Bayern. Der Nürnberger Maler Jobst Harrich fertigte jene Kopie an, die sich heute im Historischen Museum befindet. Jetzt aber nochmal zu Kellner und seiner Sammlung. Kellner hat seine Klebebände interessanterweise teils mit Zoom Heinrici Kellneri beschriftet. Also ist natürlich ein Besitzvermerk, aber an diesem signaturähnlichen Eintrag wird meines Erachtens auch eindringlich deutlich, was für die frühneuzeitlichen Sammlungen symptomatisch ist. Sie sind ein individuelles Produkt des Sammlers, ein jeweils einmaliges Ich-Zeugnis, das natürlich jeweils unter anderen gesellschaftlichen Vorzeichen formiert wurde. Der individuellen Neugier, Schaulust, Erkenntnissuche und Reproduktion des Sammler-Ich im eigenen Sammleruniversum waren somit kaum Grenzen gesetzt. Und diese freien Räume nutzte Heinrich Kellner beispielsweise auch für sein Interesse an Druckgrafiken mit skurrilem oder, wie hier zu sehen ist, erotischen Anteil. Einige Stücke in der Sammlung sind Einzelstücke, die Kellner sicherlich nur über sein Freundes- und Expertennetz erwerben konnte oder sie sogar als Geschenk erhielt. Nahezu pornografisches Material oder politische Druckgrafik wurde aufgrund der Zensur übrigens natürlich zumeist unter der Hand vertrieben. Ja, auch wenn es jetzt natürlich verführerisch wäre, sich dem Kunstbuch und den einzelnen Anbietern und den einzelnen Arbeiten darin zu widmen,
muss ich aus Zeitgründen auf die Publikation, die Sie vorhin eingeblendet gesehen haben, von Sander und Schädel verweisen und ebenso auf den virtuellen Rundgang durch die Ausstellung, den Sie bequem abrufen können. Auf einen wichtigen, tatsächlich programmatischen Aspekt der Sammlung Kellner möchte ich aber doch noch eingehen. Und zwar auf die typische Verbindung von Bibliothek, Sammlung und Buchproduktion in der frühen Neuzeit. Typisch ist für die humanistisch geprägte Sammlung die Parallelität bzw. das Ineinandergreifen von Druckgrafiksammlung und umfangreicher Büchersammlung, die für Kellner ebenfalls überliefert ist. Eine Sammlung ohne Bücher, die man auch regelmäßig gezielt nach Fakten und Zusammenhängen befragte, ist in diesem Sammlermilieu daher ausgeschlossen. Bücher vereinten wiederum umgekehrt selbst häufig eine Sammlung von Bildern. Vieles in der frühen Sammlergeschichte, also schon 15. Jahrhundert, weist sogar darauf hin, dass die dinglichen Sammlungen geradezu aus den Büchern herausgewachsen sind. Daher verwundert es auch nicht, dass Heinrich Kellner in sein eigens publiziertes Venedig-Buch von 1574 eine Holzschnittserie mit zahlreichen Fantasieporträts der venezianischen Dogen integrierte. Die zugehörigen Porträts hatte der in Nürnberg tätige Jost Ammann angefertigt. Liebhaber der italienischen Kunstgeschichte konnten somit eine historisch kommentierte, vollständige Porträt- und Vitensammlung zwischen zwei Buchdeckeln erwerben. Diese Form der preisgünstigen Porträtsammlung, die einen Ableger der Porträtgalerien berühmter Persönlichkeiten darstellt, hatte zu Lebzeiten Kellners bereits eine längere, in Italien erprobte Tradition. Frankfurter Verlage hielten, wie auch andernorts, noch viele Jahrzehnte an diesem Konzept fest und verausgabten große Bände mit Kurzviten und Porträtsammlungen, die als universales Informations- und Bildarchiv fungierten und damit natürlich auch Wissensordnungen aufstellten, auch ein großes Thema. Anders als Kellner setzten die zahlreichen Herausgeber sich jedoch das hohe Ziel, ausschließlich authentische Porträts zu publizieren. Das ist ein gravierender Unterschied. Und natürlich ist das Feld der Porträtsammlungen sehr komplex. Wir können das hier nicht vertiefen, aber es gibt mir bei dem Blick auf die Frankfurter Porträtbücher die Möglichkeit, Sie jetzt auch darauf hinzuweisen, dass in den Verlagshäusern die illustrierte Bücherherausgaben wirklich umfassende Sammlungen von Kunstwerken, von Druckgrafiken, Entwürfen und Kupferplatten existierten. Diese Bilderpools, wie ich das mal nennen möchte, vergrößerten sich im Laufe der Jahre, in denen Projekte realisiert und Verlage natürlich dann auch über Generationen vererbt wurden, so wie das auch in Künstlerwerkstätten mit dem Fundus natürlich passiert ist, dass sich der Bilderpool da verstärkt und konzentriert hat. Es sind also auch Sammlungen, die wir nicht so stark im Bewusstsein haben, die in der frühen Neuzeit existiert haben, in den Werkstätten, in den Verlagshäusern. Dann möchte ich noch auf eine weitere aktuelle Publikation zu den Frankfurter Sammlungen der Renaissance hinweisen. Sie ist eine sehr wichtige Publikation. Sie stammt von Lisa Miriam Kirch, die allerdings, da sieht man mal, wie viel gerade auch passiert in der Forschung, die Kellnersammlung noch nicht berücksichtigt. Und das hat nämlich folgenden Grund. Lisa Kirch hat 2017 in den Archiven der Stadt nach schriftlichen Quellen gesucht, um Sammlungen und Sammler zu finden. Und der Kellnerfund verdankt sich
der materiellen Überlieferung der Klebebände, auf die Michaela Schädel und Jochen Sander erst 2018 aufmerksam wurden. Aber auch Lisa Kirch hat wirklich höchst interessante Dinge zum Vorschein gebracht und den frühen Sammlungen in Frankfurt eine beachtliche Reihe bislang absolut unbekannter Sammler hinzugefügt, die auch in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts gehören. Als Beispiel soll die Sammlung des Frankfurter Juristen Johann Faust von Aschaffenburg herangezogen werden, der sich von Kellner als Sammlertypus gut unterscheiden lässt und unseren Blick auf die Sammlungen erweitern kann. Faust, der bis 1583 in den Diensten des Kurfürsten Ludwig dem VI. Von der Pfalz in Heidelberg stand, sammelte in seinem Haus zum Reifenberg beispielsweise Münzen, nicht nur der Antike, sondern auch des Mittelalters. Oder er gab selber auch eine Porträtmedaille in Auftrag, die Sie hier sehen können, die auch im Zuge der Ausstellung mit Faust von Aschaffenburg in diesem Zusammenhang erstmals zusammengebracht wurde. Die über das gesamte Haus verteilte Sammlung ist hinsichtlich der zur Schaustellung zumindest teilweise rekonstruierbar. Beispielsweise hing Konrad Fabers von Kreuznach großformatiger Holzschnitt mit der Ansicht Frankfurts aufgezogen auf einer Holztafel in einer der Stuben des Hauses, also in einem der größeren repräsentativen Zimmer des Hauses. Ein in Köln gefertigter, verschließbarer, mit Intarsien versehener Kabinettschrank mit dort aufbewahrten Messern, einem Gefäß aus karibischem Lignum Vitae, Gläsern und Schuhen aus Venedig in Gegenüberstellung mit altfränkischen Trippen, also altfränkische Schuhe, gibt ein frühes Zeugnis für die Verbreitung der Kunst- und Wunderkammerschränke in Bürgerhäusern. Dienten die Schränke seit dem Mittelalter als Tresor für Objekte aus Edelmetall oder auch für Wertpapiere, wurden hier nun Artificialia oder Exotica versammelt und dem neugierigen Auge zugänglich gemacht. Umso weniger überrascht, dass Fausts Bibliotheks- und Arbeitszimmer inklusive der gerahmten Gemälde und Druckgrafiken an den Wänden von ihm als Museum bezeichnet wurde. Also das ist auch eine frühe Quelle für die Verbreitung dieses Begriffes in Frankfurt. Mit Blick auf Sammler wie Heinrich Kellner oder Johann Faust präzisiert sich, trotz der besonderen Überlieferungssituation vieler durch den Zweiten Weltkrieg zerstörter Schriftquellen, das Bild von Frankfurt am Main als Stadt der Sammler und weitet allgemein den Blick auf das Sammeln in der Stadt um 1600. Ausgehend von Frankfurts Bedeutung als Messestadt, Kunstzentrum sowie Hotspot des Kunsthandels verdeutlichen die genannten patrizischen Sammlungen den Zusammenhang von humanistischer Bildung, Kunstsammeln und Kommerz. Zwar lässt sich bereits zu Beginn des 16. Jahrhunderts in den beheizbaren Stuben der Patrizierhäuser der Hellers, Holzhausens und Stallburgs ein konzentrierter Kunstbesitz nachweisen, aber Fausts Sammlung erlangte neue Dimensionen, insbesondere bezüglich ihrer Inszenierung und der Vorliebe für Exotika und Kuriositäten. War das Movens für den Erwerb von Kunstwerken im 15. Jahrhundert vorwiegend von Religion, also von Bildern, im 15. Jahrhundert vorwiegend von religiösen, repräsentativen und ästhetischen Maßstäben bestimmt, verlief die Ausdifferenzierung der sich entwickelnden Sammlungen, darunter eben auch die Kunst- und Wunderkammern, parallel zu den komplexen Sammel- bzw. Anspruchs-
und Interessengebieten der verschiedenen Sammler. Nun hatte auch die Stunde der Kunstagenten geschlagen. Gab es bereits den Kunsthandel der Kunst- und Luxusgüterhändler, kam nun die Gruppe der gelehrten Antiquare oder Diplomaten als Akteure im Kunsthandel zwischen Stadt und Hof hinzu. Sie sollten als Kunstexperten nicht zuletzt auch vor Fälschungen, Preisfallen und Ähnlichem warnen. Außerdem verfügten sie über exklusive Informationen, wann Sammlungen aufgelöst und verkauft wurden. In einer der nächsten Vorlesungen werden wir uns am Beispiel von Philipp Heinhofer, dem Typus des diplomatischen Kunstagenten, näher widmen. Ich habe Ihnen rechts auch eingeblendet das Buch von Michael Wenzel, der einer unserer Referenten ist zu Philipp Heinhofer. Gezeigt habe ich ihn hier auch mit Hans Kevenmüller, Jacopo Strada und Heinhofer Kunstagenten, die Berührung mit Frankfurt hatten, allerdings in der Stadt jetzt nicht gewohnt haben. Aber die Verbindungen zu Frankfurt kann man auch hier feststellen. Sowohl Kunstagenten als auch städtische Kunsthändler entstammten häufig in der ersten Generation dem Künstlermilieu. Das ist nicht überraschend. Kannten sie die Qualitätsansprüche der Kundschaft, die Preise und die Marktstrategien doch besonders gut. Während höfische Kunstagenten oder als Agenten tätige Künstler zumeist eng mit Künstlerpersonen arbeiteten, die sie persönlich protegieren wollten, womöglich auch mit dem Ziel der Integration an den Höfen, agierten die Kunstführer bzw. Kunsthändler nach anderen Maximen innerhalb eines weitaus anonymeren Beziehungsgeflechts, ohne direkte Verbindlichkeiten einem Mäzen oder dessen Kunstsammlungen gegenüber. Einen Unterschied zu den oft humanistisch gebildeten Agenten der Höfe bildeten zudem die breit aufgestellten Warensortimente der Kunst- und Luxusgüterhändler, die zumeist auch über feste Läden verfügten mit Luxusgütern und natürlich, ich wies vorhin darauf hin, mit Büchern. Die Händler lebten in der bürgerlichen Welt, der Aufstieg in Adelskreise gehörte, anders als bei den Künstlern und Agenten der Höfe, nicht zum vornehmlichen Ziel, da es für die Karriere nicht vonnöten war, diese Sphären dauerhaft zu durchdringen. Das Sortiment der Kunsthändler richtete sich an jeden Kunstinteressierten mit ausreichender Liquidität. Anders als antiquarisch gebildete, auf die höfische Elite ausgerichtete Kunstagenten mussten sie niemandem ihre Weltläufigkeit beweisen. In den Läden oder auf den Messen kam es dann aber natürlich trotzdem zu regelmäßigem Kontakt mit den Einkäufern der Höfe. Als Beispiel möchte ich hier den Luxus- und Kunsthändler Cornelius Kaimox anführen, der mit festem Wohnsitz in Nürnberg und teils auch in Frankenthal die Messen in Frankfurt und in Leipzig regelmäßig nutzte und dort wirklich große Ausstellungsflächen anmietete. Der aus den Niederlanden stammende, aber schon längere Zeit nach Nürnberg eingewanderte Cornelius Kaimox verkaufte neben Gemälden mit Landschaften und Historien auch Schmuck, Spiegel oder Globen und natürlich Bücher und Druckgrafik. Bei den Gemälden dominierten die Werke einiger niederländischer Maler, darunter die Arbeiten des bekannten Landschaftsmalers Gilles van Koningslo, den Kaimox unter Vertrag hatte, der tatsächlich auch in Serie für Kaimox produziert hat. Mit großer Wahrscheinlichkeit belieferte Kaimox die Kunstkammer in Dresden, da man dort in den 1580er Jahren wiederholt Kabinettgemälde der Niederländer Hans Boll und Henrik Geismann einkaufte, die Kaimox allesamt zu Messezeiten in Leipzig, Auerbachs Hof, wo er ja auch verstorben ist, 1588 veräußerte. Des Weiteren, das ist ein relativ neuer Fund, betätigte sich Kaimox auch als Verleger von Einblattdrucken
und arbeitete mit Größen wie Johann Sadeler dem Älteren zusammen, der beispielsweise 1580 den hier gezeigten Kupferstich nach einem Entwurf von Bartholomäus Spranger für den Kaimox Kunstverlag gestochen hat. Ich komme zum Schluss. Dass der überregionale Frankfurter Kunsthandel im Verlauf der frühen Neuzeit nicht nur Aushängeschild der Stadt, sondern Magnet für kaufkräftige und vor allem höfische Kundschaft darstellte, unterstreichen nicht zuletzt gedichtete Lobpreisungen des Marktplatzes. Die Kontinuität für Frankfurt als Transitmarkt für niederländische Gemälde bestätigt ebenso die Supplikation zweier niederländischer Gemäldehändler vom 9. April 1612. Sie sehen also, der Kreis schließt sich. Wir sind bei der Quelle von 1612. Explizit wollten sich die Kunstgemäldehändler zum Anlass der Kaiserwahl mit einer Sonderausstellung an die Gemäldeliebhaber unter den Fürsten und Potentaten wenden. Die mehrwöchige Durchführung von Kaiserwahl und anschließender Kaiserkrönung in Frankfurt brachte somit auch außerhalb der regulären Messezeiten ein kaufkräftiges Publikum in die Stadt. Eigens zu diesem Anlass gefertigte, hervorragend schöne Gemälde, wie gewohnt aus Antwerpen, sollten über den Sommer im Kreuzgang des ehemaligen Barfüßerklosters verkauft werden. Dort hatte sich, und das ist wirklich interessant, im Verlauf des 16. Jahrhunderts der Gemäldehandel einen zentrumsnahen und dann wirklich auch traditionellen Platz gesichert und im Verlauf des 18. Jahrhunderts mit ziemlicher Verspätung übrigens im Vergleich zum niederländischen Kunsthandel fanden im überdachten Kirchhof die ersten Kunstauktionen statt. Es bleibt am Ende festzuhalten, das kann ich auch nochmal hier. Es bleibt am Ende festzuhalten, dass der Kunsthandel um 1600 durch viele Spielarten stark ausdifferenziert und in der Regel auch überregional ausgerichtet war. Verschiedene Akteure brachten jenseits der Preisbindung der Zünfte Kunstwerke in den freien Umlauf. Zur Kundschaft der Anbieter zählten nicht nur die Frankfurter Kunstliebhaber und die üblichen Messebesucher, sondern auch das höfische Publikum. Aus diesem Grund ist der frühneuzeitliche Kunsthandel mit seinen verführerischen Offerten nicht unwesentlich beteiligt am Wachstum der vielerorts entstehenden Sammlungen und der Ausstattung der Wohnhäuser mit Kunstwerken. Nicht zu unterschätzen, das habe ich, glaube ich, heute auch des Öfteren betont, für die Entwicklung des Kunstmarktes oder der Kunstgeschichte insgesamt ist die Messe als Schauplatz und Ort der Kommunikation über Kunst. Damit ende ich. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, will Sie aber auch noch hinweisen natürlich auf die Literaturliste, die ich meinem Vortrag noch angehängt habe. Da können Sie nochmal, vor allen Dingen auch für diejenigen, die dann in die Prüfung, in die Prüfungsgespräche gehen, genauer nachlesen und repetieren. Zwei, drei der Texte werden Sie auch als PDF auf OLAT finden können. Hinweise noch auf erschienene Bände, den Crossroads-Band, in dem der Aufsatz von Lisa Kirch erschienen ist und von Thomas Fusenig zu unseren niederländischen Gemäldehändlern von 1612. Der Band ist gerade mal ein Jahr alt. Dann habe ich Ihnen noch das Lobgedicht in deutscher Übersetzung angefügt. Das können Sie sich anschauen und einen Blick wagen auf die Sammelgemälde aus Antwerpen aus dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, die, wenn auch nicht in Frankfurt entstanden oder in anderen deutschen Kunstzentren, dennoch einen Eindruck geben von der Fülle
der verschiedenen Gemälde und Skulpturen, die man nicht nur in Sammlungen, sondern tatsächlich auch in Kunsthandlungen bestaunen konnte. Das Gemälde hier untersuche ich selber auch noch in meinem Aufsatz zu Kaimox, der sich auch in dem Crossroads-Band befindet. Ein Blick auf die Liebhaber, die in der Betrachtung der Kunstwerke begriffen sind. Und hier noch das gezeigte Gemälde von Bartholomäus van Bassen, das natürlich Prag zeigt, den Kunsthandelsplatz in Prag im Vladislav-Saal. Das Gemälde gibt es auch als Druckgrafik, die Sadeler gestochen hat, aber auch hier für Sie zum Anschauen und um einen Eindruck zu bekommen von der Visualisierung dieser frühneuzeitlichen Kunstmärkte. Ich ende jetzt an dieser Stelle und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.